Danke, Markus. Ja, guten Morgen. Die Nacht war hart für einige von euch oder die Nächte, auch für meine Kollegen der SAT Solutions, die heute auch mit dabei sind. Willkommen beim Vortrag Enterprise Platforms Monitoring bei der SAT Solutions AT. Zuerst mal, was ist die SAT Solutions? SAT Solutions ist der IT-Dienstleister der erste Gruppe. Das heißt, wir machen klassischen Rechenzentrumsbetrieb, IT-Services für die erste Gruppe und ihre Töchter. Das heißt, wir bieten IT-Services an, nicht am Drittmarkt, nur innerhalb der Gruppe. Das sind dann klassische RZ-Softwareentwicklung. Im Rechenzentrumsbereich haben wir das, was man sich eben so vorstellt. Midrange, Mainframe, Netzwerk, Third Level, 7x24-Überwachung, Operations und so weiter. Ja. Was ist Enterprise Platforms? Ihr kennt das sicher alle, angefangen hat das mit SM vor 5 Jahren, als ich beim Vorgänger der SAT angefangen habe. Das stand für System Management. Inzwischen hat sich der Bereich 5-mal umbenannt. Man kann sich das vorstellen, Midrange Plus, einmal mit, einmal ohne Mainframe. Jetzt ist der Mainframe gerade dabei, in ein paar Jahren ist er wahrscheinlich wieder woanders. Für diesen Vortrag relevant ist der Midrange-Style, das heißt, wir machen in Enterprise Platforms Unix System Management, Windows System Management, Applikations- und Datenbankmanagement und Storage, Virtualisierung und Hardware Management. Gut, was ist der Inhalt dieses Vortrages? Also mal kurz, wir waren letztes Jahr ziemlich genau zu der Zeit, also wir waren bei der OSMC 2012, da waren wir mitten in einem großen Monitoring-Migrationsprojekt. Wir haben Tivoli-Endpunkte auf unseren Systemen inzwischen fast fertig migriert. Also es geht darum, die gesamte Midrange-Landschaft von Tivoli-Endpunkten wegzubringen und das durch Izinga zu ersetzen. Ja. Vor einem Jahr waren wir hier und da waren wir mittendrin in diesem Projekt und da haben wir gerade eine große Phase abgeschlossen und uns gefragt, na, wie machen wir das, wie gehen wir weiter, wie schaffen wir diese Herausforderungen, die damit zusammenhängen, wenn man eine sehr große Monitoring-Landschaft migrieren muss auf Izinga. Und ja, das Projekt haben wir jetzt mehr oder weniger abgeschlossen und da haben wir uns gedacht, wir machen ein Case Study bei der OSMC 2013. Gut, erste Group im Überblick. Was ist die erste Group? Die erste Group Bank hat 16,6 Millionen Kunden, 213 Milliarden Euro Bilanzsumme, bla bla bla, 2900 Filialen in 7 Ländern, ist laut Webseite Marktführer in Österreich, Tschechien, Rumänien und der Slowakei. Wird schon stimmen, wenn es auf der Webseite steht. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, aber ja, angeblich ist das so. SAT Solutions.at habe ich schon erwähnt. IT-Dienstleister der erste Gruppe und Sparkasse in Österreich. Ganz wichtig, wir machen natürlich auch, abgesehen vom Rechenzentrumsbetrieb, technischen Vor-Ort-Service in den Filialen in Österreich. Gut. Ein bisschen, bevor wir reingehen, Kennzahlen unseres Environments. Wir haben etwa 2850 aktive Host-Checks, etwa 42.000 aktive Service-Checks. Wir führen alle unsere Checks oder fast alle unsere Checks im 5-Minuten-Intervall durch. Die Umgebung war ursprünglich ausgelegt für 65.000 Checks in 5 Minuten und ist auch ein bisschen nach oben skalierbar. Also wir haben es auch mit 80.000 geschafft für einen Zeitraum von 12 Stunden. Dann noch ein paar Kennzahlen zu den Systemkomponenten, die wir überwachen. Also wir haben etwa 1000 Unix-Server, das geht in Plattformen Linux, Solaris und AX, etwa 1400 Windows-Hosts, 2000 Applikationen, das sind Apache, Tomcat, JBoss, WebLogic und Native C und Java-Apps. Wir haben etwa 320 Datenbankinstanzen, das geht über Oracle, Postgres, Informix, Sybase und wir haben ja, 100 SAN- und Storage-Komponenten und das sind vor allem Fiber-Channel-Switches, aber auch Storage-Systeme wie NetApp, VMAX, VNX. Und wir haben ungefähr 75 ESX-Hosts und 3 Virtual Center. Wir machen passive Checks über die EventDB. Das ist ein NetWest-Produkt. Dazu komme ich noch später, warum wir das verwenden. Wir haben typisch 15.000 bis 25.000 Events pro Tag. Viele davon sind aber Info-Events, das heißt nicht relevant für 7x24. Also es gibt da nicht 15.000 kritische Events pro Tag. Das wäre ein bisschen viel. Theoretisch können wir 1 Million passive Events pro Tag verarbeiten, 350.000 haben wir bereits geschafft, das haben wir getestet. Bisschen was zum Inhalt des Vortrags, also ich will jetzt erstmal über Ziele und Anforderungen unseres Projekts reden. Was haben wir uns für Ziele gesteckt, wo wollten wir hin, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht.
Ganz wichtig, wir haben in unserem Projekt eine Architektur designt für ein sehr großes Environment und wir haben dann gesagt, okay, wir machen ein Proof of Concept und schauen, machen Performance-Tests und schauen uns an, kann die Architektur, die wir uns überlegt haben, das wirklich leisten. Da will ich ein bisschen im Detail darauf eingehen, wie wir das angegangen sind. Mit so einer großen Installation gibt es natürlich viele Probleme. Also Bernd hat, glaube ich, gestern in einem Vortrag gesagt, die meisten User in der Community haben vielleicht 150 bis 350 Hosts, ein paar tausend Checks. Da läuft Itzinga und Nagios noch relativ gut. Wenn man mal, ich glaube, über 20.000 Checks kommt, da zeigen sich Verschleiß und Erscheinungen oder Probleme im Itzinga 1, auch im Nagios. Und wir wollen ein bisschen darauf eingehen, wie sind wir das angegangen, wie Skalierbarkeit, Lastverteilung, wie haben wir diese Probleme gelöst. Kurz zur Installation, wir haben 45.000 Checks ungefähr im 5-Minuten-Intervall. Wir kennen keine Installation in Österreich, die größer ist. Wir haben gehört, letztes Jahr, die Ingdiba hat, ich glaube, 20.000 Checks in 5 Minuten. Dann gab es die DB Systel, hat letztes Jahr vorgetragen auf der OSMC, die haben etwa 40.000 Checks im 10-Minuten-Intervall und wir haben gehört, Audi hat eine recht große Installation. Ich weiß nicht, ob es andere Installationen gibt, die so viele Checks machen. Wenn ihr welche kennt oder welche habt, ich wäre sehr interessiert nach dem Vortrag. Mich interessiert immer, wie andere Anbieter, wie andere Projekte das Problem gelöst haben mit der Skalierbarkeit. Technische Architektur. Ich würde dann kurz beschreiben, wo wir letztendlich gelandet sind. Wir haben natürlich am Anfang uns eine Architektur überlegt und das dann noch einigen Änderungen unterworfen und einiges anpassen müssen, damit das funktioniert hat. Live-Sample. Ist vielleicht ein bisschen schlecht gewählt, also ich werde da nichts live vorzeigen, aber wir werden Screenshots sehen von unseren diversen User-Interfaces, wie das ausschaut bei uns, wie wir das machen. Gut, die Ausgangssituation, wir haben Tivoli bzw. Tech, das Tivoli Enterprise Console unternehmensweit in Einsatz gehabt, eine sehr lange Zeit, über 10 Jahre. Und es gab ein Ablöseprojekt durch PMC. Das hat 2010 begonnen, 2 Jahre gedauert und ist kläglich gescheitert. Das hat einfach nicht funktioniert. Wir haben, die Kollegen haben ein neues Produkt eingesetzt, das, glaube ich, nicht wirklich gut getestet war. Oder wir waren einer der ersten Kunden und das hat einfach die Anforderungen, die das Monitoring im Unternehmen hatte, nicht erfüllt. Und es gab dann unsere Manager in der Business Unit Enterprise Platforms haben dann gesagt, okay, schlagen wir einen Neuansatz vor. Wir machen unternehmensweites Monitoring-System mit Schnittstellen zu verteilten Monitoring-Systemen. Das heißt, wir bauen ein unternehmensweites Umbrella-Monitoring auf. Ich glaube, der Begriff ist relativ weit verbreitet. Und das Umbrella-Monitoring hat Schnittstellen in die verschiedenen Business Units und jeder kann sich anbinden und dort seine Monitoring-Informationen hinschicken. Das bedeutet, wir im Enterprise Platforms machen vor allem Midrange Monitoring, die Business Unit überwacht die technischen Komponenten ihrer Verantwortung. Das heißt, für uns sind das dann eben Unix, Application und Datenbanken, Webserver, Storage und Virtualisierungssysteme. Wir haben letztes Jahr gesehen bei der OSMC 2012, es gibt Unternehmen, die das anders machen. Es gibt Unternehmen, gerade die Ingdiba hat letztes Jahr gesagt, sie hatten ein Umbrella-Monitoring, verteiltes Monitoring. Das funktioniert dann Scheißdreck. Wir machen es anders, wir machen es zentral. Und andere haben zum Beispiel letztes Jahr gesagt, die DB Systel, wir haben ein Monitoring nur für die Unix-Plattform. Wir schicken das an ein Umbrella-Monitoring, das ist Netcall. Und der Rest geht uns nichts an, also wir grenzen uns da relativ stark ab. Ich glaube, das hat sich bei uns gezeigt, dass ob das gut ist oder schlecht, das zentral oder dezentral zu machen, hängt stark davon ab, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie die Aufbauorganisation ist und wie das Know-how zum Beispiel im 7x24 ist, ob die aktiv selbst wirklich überwachen und Know-how haben und ob von dort ein Drive ausgeht, das Monitoring selbst zu machen oder ob das eben besser in den Third-Level-Einheiten aufgehoben ist. Dieses unternehmensweite Umbrella-Monitoring heißt bei uns CMOS, Central Monitoring System. Wie bereits gesagt, Schnittstelle zum Monitoring Backends, Midrange, Netzwerk Mainframe. Alles, was mit End-User-Zugriffen zu tun hat, ist am CMOS aufgehoben. Das heißt,
das Web-Interface, Service Views, Event Correlation, als Correlation Engine wird DECK und dann Omnibus eingesetzt, Schnittstellen zu Incident, Problem, Change Management Systemen, SLA Reporting, Performance Capacity Reports, was auch immer. Das wird alles quasi oben gemacht. Wir sind also im Zynga sind ein Backend für dieses System und wir haben zwar eine Zynga Web, das wir auch verwenden, aber da gibt es keine Kundenzugriffe. Das heißt, wir verwenden das nur für den Betrieb von Zynga und dem, was dazugehört und für Integration von Checks in unser Environment. Gut, Enterprise Platforms Monitoring ist, wie gesagt, eines der Backends für das CMOS-System. Ziele und Anforderungen, das Hauptziel ist die Ablösung von Tivoli-Endpunkten und deren Funktionalität durch Zynga. Das heißt, wir schicken Monitoring-Events an Zynga, an CMOS. Wir sammeln Performance-Daten und stellen diese dem CMOS-System zur Verfügung. Wir haben zwar eine Web-User-Interface, das Zynga 2, für das Zynga Web, wollte ich sagen, für Betrieb und Integration und wir haben dort keine Kundenzugriffe. In Enterprise Platform ist das ein recht umfangreicher Scope. Wir haben in der Unix-Plattform, also in der Unix-Abteilung haben wir drei Plattformen. Wir haben AX inklusive VIO-Server, wir haben Solaris Spark, wir haben Solaris x86, wir haben Red Hat Enterprise Linux 5 und Red Hat Enterprise Linux 6. Wir haben Windows Server 2008, Windows Server 2012. Wir haben diverse Applikationen von Apache, Tomcat, JBoss, WebLogic, Native C und Java Apps. Wir haben vier verschiedene Datenbanksysteme. Wir haben auch noch MySQL, aber das fällt ein bisschen raus, weil Oracle ist böse und wir wissen nicht, wie es mit MySQL weitergeht. Wir haben SAN und Storage-Komponenten, vor allem Firewall-Channel-Switches, aber auch NetApp, Metro-Cluster, VMAX, VNX, Zentera, Storage-Systeme und noch vieles andere. Wir haben eine Virtualisierungsinfrastruktur, die auf VMware basiert und wir haben ein Backup-Restore-Environment und Hardware-Monitoring. Das ist das initiale Konzept, wie man sich das vorgestellt hat, als das Projekt gestartet ist. Also wir haben quasi das dem Central Monitoring, dem großen Monitoring-Projekt vorgeschlagen, dem über dem unternehmensweiten, okay, so soll das aussehen. Wir haben im Enterprise Platform Monitoring Zynga als Plattform und wir haben darunter die unterschiedlichen Fachabteilungen, die mit ihren Tools, also Microsoft System Center, CF Engine, / Puppet, Oracle Grid und anderen Management-Konsolen als Unterbau Daten an Zynga liefern. Und das ist die Schnittstelle, die wir zum CMOS-System haben. Und oben am CMOS gibt es einerseits Anbindung von Netzwerk, Mainframe und anderen Business Units und andererseits Schnittstellen zu Incident, Problem, Change Management, CMDB und so weiter. SLA-Reports, Servicebäume und alles, was damit zusammenhängt, wird oben gemacht. Gut, ein bisschen was zum Projekt, Zeitplan, wie schaut das aus? Wir haben im Mai 2012 angefangen mit einem ersten Proof of Concept, das war noch recht informell. Wir haben einfach ein paar Server aufgebaut, Zynga 1.7 drauf installiert und Unix-Systeme und ein paar Applikationen und Datenbanken und einen NetApp Metro Cluster in Zynga eingebunden. Da ging es vor allem um Know-how aufbauen, um mal zu schauen, im Bereich können wir das selbst machen. Ist jetzt Zynga die richtige Wahl dafür? Wie schnell können wir da Ergebnisse vorzeigen? Wie schaut das aus? Und da hat man in zwei Monaten doch relativ viel geschafft. Man muss dazu sagen, wir haben im Bereich Nagios Know-how war vorhanden. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir uns dann für Zynga entschieden haben. Ja. Ende Juni hat das dann so gut ausgeschaut, dass unsere Führungskräfte gesagt haben, okay, wir machen einen Vorschlag, dass wir das selbst betreiben und ziehen das als Projekt auf. Das heißt, das gab im Juli ein Projekt-Setup, eine Scope-Definition. Wir haben gesagt, okay, was wollen wir machen, was ist Ziel im Projekt, was ist nicht Ziel, was wollen wir erreichen. Was wir da gemacht haben, ist einerseits technische Workshops. Das heißt, wir haben uns in drei Workshops in einem Monat hingesetzt, einmal pro Woche, einen ganzen Nachmittag und gesagt, okay, wie soll die Architektur des Monitorings ausschauen, was soll das können, welche Komponenten benötigen wir dafür, wie sizen wir die Server, wie funktioniert das? Und das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, ist zu sagen, okay, was haben wir für Systemkomponenten, für die wir im Bereich verantwortlich sind. Das heißt, in der Unix-Abteilung gibt es Linux-Server, AX-Server, Solaris-Server und in der Datenbank und Applikationsmanagement gibt es Tomcat, JBoss,
und dem Datenbankmanagement gibt es Oracle, Postgres, Sybase und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Systemkomponenten, die wir da haben, Greenfield Approach, wir schauen uns nicht an, was kann das Tivoli, was hat das in den letzten 10 Jahren gemacht, und das ist ein riesiger Aufwand. Wir machen das neu, wir müssen das eh selbst verantworten. Was wollen wir überwachen? Welche KPIs wollen wir uns anschauen? Und wir haben dann einfach geschätzt, pro Systemkomponente, wie viele Checks werden wir haben? Und dann haben wir daneben noch hingeschrieben, wie viele dieser Systemkomponenten haben wir. Das haben wir multipliziert, da ist im Excel unten eine Zahl rausgekommen, wie viele Checks werden das sein. Wir hatten die Vorgabe, dass das im 5-Minuten-Intervall so gut wie jeder Check laufen muss. Und dann ist unten gestanden 65.000 Checks im 5-Minuten-Intervall. Und das war schon eine relativ große Herausforderung. Wir haben uns dann auch Consultants initial reingeholt, die uns bei der technischen Planung unterstützen, denn wir hatten zwar Nagios Know-how, aber eine derart große Umgebung hatten wir noch nie, damit hatten wir noch keine Erfahrung. In einem nächsten Schritt haben wir in diesem Monat auch definiert, im Detail pro Systemkomponente nicht nur schätzen, wie viele Checks haben wir, sondern was wollen wir wirklich messen, also zum Beispiel in Linux-Server, CPU, Memory, Swap, File-Systemüberwachung und so weiter. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, diese Checks wollen wir implementieren. Was gibt es davon in der Community bereits? Was können wir verwenden? Was gibt es nicht? Und von dem, was es nicht gibt, was können wir implementieren? Und auf der anderen Seite, ja? Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, da war ein Core-Team von in der Unix-Abteilung 2 Leute, in der Applikationsabteilung 2 bis 3 Leute. Also ein Core-Team, sagen wir mal, für das Environment von 6 Personen und für die anderen 2 Abteilungen dann nochmal 1 oder 2. Aber natürlich, im Core-Team waren die Kollegen drin, die wirklich am Projekt beteiligt waren. Und dann gab es natürlich einzelne Personen, die nicht so stark involviert waren, aber eben ein Plugin geschrieben haben. Also zum Beispiel einer meiner Kollegen im Unix-Umfeld hat ein Plugin geschrieben, SVCS-X, welche Services gehen auf Failed in der SMF und FM-Dump unter Solaris, solche Geschichten. Ja. Er hat aber jetzt nichts sonst mit dem gesamten Projekt zu tun gehabt. Ja. Also wir haben das relativ breit aufgestellt. Wir haben einen sehr engen Zeitplan gehabt, also die Aufgabe war eigentlich ursprünglich bis März 2013 alles abzulösen, und das ist natürlich sehr ambitioniert, und da haben wir Manpower reingesteckt. Ja. Nein. Also es gab ein verteiltes Projektmanagement. Mein Kollege, der das mit mir gemacht hat, der kann leider heute nicht hier sein. Ich habe 2 Kollegen, die hinten sitzen, die waren in dem Projekt. Ja, Klaus, du warst mehr oder weniger Fulltime dabei. Arnim, du warst Halftime dabei. Also es war unterschiedlich. Ja. Die Abteilungen, die das zentrale Environment aufgebaut haben und auch jetzt verwalten, die waren natürlich Fulltime dabei, und die anderen Abteilungen, die haben Plugins zugeliefert und entwickelt oder entwickeln lassen. Die Abteilungen, die die Ressourcen nicht hatten, das selbst zu machen, haben es an Consultants einfach outgesourced und gesagt, okay, wir wollen das haben, macht das für uns. Und haben wir teilweise auch, also auch die Unix-Abteilung hat irgendwann gesagt, wir schaffen das nicht, Plugins zu schreiben, weil wir einfach so viel zu tun haben und wir können nicht noch mehr Manpower reinstecken, und dann haben wir einfach der Ovido ein paar ganz leicht einfach gesagt, okay, wir wollen dieses Plugin für Solaris oder für AX, können Sie das für uns schreiben, und haben das dann quasi rausgegeben. Ein bisschen externe Dienstleistung, aber es war nicht viel, also wir haben sehr viel selbst gemacht. Ja. Wo war ich? Ja, Project Scope Definition, also wir haben uns dann angeschaut, welche Checks gibt es schon und welche können wir verwenden davon, und welche müssen wir entwickeln, und da haben wir dann noch Abstriche gemacht. Also haben wir gesagt, okay, das war vielleicht ein bisschen, wünscht ihr was, brauchen wir das wirklich, können wir das mal auf eine 2. Phase verschieben und später machen. Ne? Es hat dann da einen Cut gegeben, Anfang August hat das Management gesagt, okay, ihr seid da schon relativ weit, ihr wollt das mit die Zinger machen, das geht uns alles zu schnell, habt ihr euch Alternativen angeschaut? Da hat es dann ein bisschen ein Replanning gegeben, wir haben einen Kriterienkatalog entwickelt und gesagt, okay, machen wir einen Schritt zurück, was für Anforderungen haben wir eigentlich ans Monitoring, was muss das können? Und haben uns dann vor allem noch Zabbix angeschaut, und ich glaube, OpenMMS war kurz ein Thema, aber da sind wir nicht tief reingegangen. Und Zabbix hat schon, wie jedes Monitoring-System, Zabbix hat ein paar Vorteile, was uns sehr gut gefallen hat.
ist das Agent-Konzept von Zabbix. Das werde ich später noch erwähnen. Aber wir haben uns dann doch für Itzinger entschieden, vor allem eben, weil wir Nagels Know-how im Unternehmen schon hatten. Ja. Es war einfach, es war einfacher. Wir hatten auch schon viel Vorarbeit geleistet und da hat sich das einfach angeboten. Ja. Das Management hat dann gesagt, okay, ihr wollt das mit Itzinger machen, ja, gut, das ist schön, aber wir haben einen Proof of Concept gemacht und wir sind uns aber nicht sicher, ob sich das alles umsetzen lässt. Denn in dem Proof of Concept, in dem ersten Proof of Concept Mai und Juni, waren zwar Unix-Systeme, Applikationen, Datenbanken enthalten, auch eine NetApp-Box war eingebunden, aber das hat vor allem die Abteilungen betroffen, die dann das Monitoring-Environment auch verantwortet haben, das heißt Windows, und Storage und Virtualisierung war außen vor. Das heißt, wir haben einen zweiten Proof of Concept eingezogen und da gab es eigentlich drei Ziele. Das erste Ziel war Environment-Aufbau, so wie wir es in den Workshops geplant hatten für die zukünftige Produktion. Das heißt wirklich Anfang September Server bestellen, einbauen, ankabeln, installieren, Itzinger installieren, konfigurieren, Hosts und Komponenten einfach auswählen, die an diesem POC teilnehmen. Und die dann reinstellen, Agents ausrollen, also auf Solaris, AX und Linux und auch Windows. Und ein Ziel war, von jeder Systemkomponente, die wir wirklich haben im Bereich, die wir verantworten, muss mindestens eine oder am besten eine Handvoll an diesem POC teilnehmen, damit wir dann sehen, was haben wir da für Abdeckung, zum Beispiel im Windows-Umfeld mit NS Client, was haben wir bei Oracle, was haben wir bei Postgres, bei anderen Datenbanken, wie ist das vergleichbar, ist das das, was wir wollen, reicht uns das oder müssen wir da noch was machen? Und wir hatten da auch ein NetWays Architektur-Review. Markus war bei uns 2 Tage und hat sich das angeschaut. Komme ich dann später auch noch dazu bei den BOC-Slides, was da das Feedback war. Grundsätzlich sehr gut, mit einigen Anmerkungen. Wir haben das dann auch fast so gemacht, wie du gesagt hast. Und am Ende des BOCs, das war das Killer-Argument, wir haben gesagt, wir müssen Performance-Tests machen. Wir bauen dieses Environment auf und das muss 65.000 Checks in 5 Minuten halten. Wenn das nicht klappt, dann haben wir uns vertan, dann ist das Konzept falsch, die Architektur funktioniert nicht. Also das war ein K.O.-Kriterium, das mussten wir erreichen. Sehr eng, wir haben das in 7 Wochen gemacht. Wir haben wenig geschlafen, wir haben viel gearbeitet, auch am Wochenende. Aber es war wirklich cool. Da ist was Gescheites dabei herausgekommen, da werde ich dann gleich noch dazu kommen. Und danach haben wir mal eine Woche geschlafen und sind auf die OSMC gefahren letztes Jahr. Und haben uns dann halt ja, die Vorträge angeschaut und viel Know-how geholt und viele, viele Denkanstöße, was kann man machen, wo können wir noch was verbessern, was haben wir für Probleme. Wir haben auch unsere Probleme mit den Kollegen vom NetWays-Team besprochen und da sind wir ziemlich weitergekommen. Ja, natürlich nach der OSMC haben wir weitergemacht. Wir haben die Findings vom BOC einfach implementiert, größtenteils. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wo haben wir Probleme gehabt, wie können wir die fixen, was können wir da machen. Und den Rest der Zeit, dann bis Mitte Jänner, ist eigentlich vor allem darum gegangen, okay, Plugins implementieren, Configuration Management, wie machen wir das, wie können wir 45.000 Checks ohne VI auf der Command Line verwalten, wie geht das möglichst automatisiert. Wir haben Agents ausgerollt im Unix- und im Windows-Umfeld, wir haben Plugin Development und Rollout gemacht und natürlich ganz unten dieser Punkt Replacement of Tivoli Checks. Ich habe am Anfang erwähnt, wir haben gesagt, wir machen Greenfield Approach. Wir verantworten das, was wir überwachen. Wir schauen uns nicht an, was ist in den letzten 10 Jahren im Tivoli passiert. Ja, ihr kennt das sicher auch. Es gibt dann ein Legacy-System, das ist über die Jahre gewachsen. Es gibt keine Doku. Die Leute sind gegangen, Leute haben gekündigt. Alles sehr schwierig und man weiß gar nicht mehr, da gibt es Checks. Kein Mensch weiß, braucht ihn noch jemand? Schaut sich das wer an? Ist das noch relevant oder nicht? Man hat da aber das Management und das zentrale Monitoring-Programm hat gesagt, wir sehen das als großes Risiko, dass wenn ihr da Gaps habt, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert und das darf nicht sein. Das heißt, man hat uns immer mehr in eine 1-zu-1-Ablöse gedrängt und wir haben gesagt, okay, wir schauen uns das an. Wir haben eine Liste erhalten von Tivoli-Checks in den letzten 10 Jahren, die haben wir dann aufgeräumt. Wir haben am meisten Zeit dann damit verbracht, in dieser letzten Phase zu schauen, okay, welche Checks gibt es noch? Haben wir die in Itzinger implementiert? Falls nein, braucht das noch wer? Können wir das rauswerfen oder müssen wir das ablösen? Und einiges ist dann tatsächlich übrig geblieben, das wir noch ablösen mussten und nachimplementiert haben. Ja? Die ist parallel gelaufen. Die läuft auch jetzt noch. Omnibus geht in 2 Wochen live.
Es hat es nicht einfacher gemacht, dass wir parallel das Monitoring-System migriert haben, Omnibus, Deck auf Omnibus migriert haben und eine große CMDB-Migration hatten. Also das hat das alles, das Projekt-Alignment hat es da nicht gegeben. Das wäre auch relativ schwer gewesen. Das hat das Ganze sehr, wirklich sehr schwierig gemacht. Ja. Also wir haben hier gesagt, wir machen im Mai einen Projektabschluss. Ja. Wir haben quasi in dieser Replacement of Tivoli-Checks-Phase sukzessive Checks in den Tivoli-Endpunkten abgeschaltet, die mit Zinger drin waren und so einfach das Rollen, das ist parallel gelaufen. Ja. Es läuft auch jetzt noch. Also die Tivoli-Endpunkte laufen auch jetzt noch, aber da sind nur mehr Reste drin, die halt noch migriert werden müssen durch das Central Monitoring Programm. Ihr kennt das sicher, das ist die berühmte 80-20-Regel. Ja. 80% ist dann schnell abgelöst gewesen und jetzt sind noch 20% übrig. Und die haben jetzt eine Omnibus-Migration, da haben sie nicht Zeit, die Tivoli-Endpunkte abzulösen. Aber das Wichtigste ist abgelöst. Ja. Ich kenne das, ich könnte nicht sagen. Tivoli-Endpunkt ist der LCF und der ITM6. Ja. ITM6, ja. Proof of Concept Performance Tests. Das ist das ursprüngliche Konzept, das wir nach diesen Workshops hatten. Das heißt, wir haben oben ein Central Monitoring System mit einer Correlation Engine, die damals noch die DEC war und es auch jetzt noch ist, aber in ein paar Wochen wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Wir haben, das ist das geplante Produktionsenvironment, wir haben oben einen Webserver, auf dem mit Zinger Web läuft, wir haben einen Tool-Server, auf dem BNP von Nagios, das Business Process Add-on und Jasper läuft. Wir haben eine Schnittstelle vom Applikationscluster zur DEC. Im Application Cluster haben wir Zinger Core, Gearman, SNMP, TrapDaemon, IDO2DB und Pacemaker und wir haben einen getrennten Datenbankcluster. Eines der Feedbacks von Markus war, macht es nicht den Datenbank und den Applikationscluster getrennt, denn das wird euch noch um die Ohren fliegen. Es war dann auch so, ja. Wir haben das dann im POC ist es dann, also wir haben uns gedacht, ja, schauen wir mal, ja. Schauen wir uns das mal an, was passiert, und es ist uns um die Ohren geflogen und dann haben wir es gemacht, so wie du gesagt hast. Ja. Gearman, ich werde gar nicht weiter darauf eingehen, es ist in anderen Vorträgen schon gefallen, es ist Skalierbarkeit, bei 45.000 Checks kann man, soweit ich weiß, nur mit Zinger 1 nur mit zwei Mechanismen erreichen, das eine ist Instanzierung und das andere ist Gearman. Bei Instanzierung, das haben wir letztes Jahr bei der Indiba gesehen, die haben 10 Zinger-Instanzen mit 20.000 Checks und die Checks werden, ich glaube, im L-Conf partitioniert auf die Instanzen aufgeteilt. Der große Nachteil, den wir auch gelernt haben im Architektur-Review bei Markus, war, dass man das wirklich disjunkt machen muss. Das heißt, wenn man eine Hostgruppe in zwei Instanzen hat, zum Beispiel HG Linux und eine gemeinsame Datenbank und ein gemeinsames Zinger-Web verwendet, dann gibt es dieses Objekt zweimal in der Datenbank und es wird auch im User-Interface zweimal angezeigt und das ist für uns war nicht vorstellbar, wie wir das organisatorisch leicht schaffen, dass wir die Checks so auf die Instanzen aufteilen, dass wir da keine Überlappungen haben. Ja, das wollten wir eigentlich nicht. Ja. Wir haben uns dann Gearman angeschaut und das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, wir haben nur eine Instanz und wir haben 6 Zinger Worker über 2 Standorte. Das sind virtuelle Maschinen, die hatten jeweils 4 CPU-Cores. Und ja, man sieht hier, die aktiven Checks laufen vom Applikationscluster auf die Zinger Worker, das wird dann zurück an den Gearman und von dort an die Zinger übertragen. Ja. Passive Checks haben wir uns vorgestellt, dass wir das mit Zen Gearman machen. Da waren wir, glaube ich, ein bisschen naiv, wir hatten uns mit dem Thema nicht so beschäftigt. Da hat uns Markus auch Feedback gegeben, dass es ohne EventDB wohl nicht gehen wird und das war dann auch so. Ja. Gut, Ausgangssituation, Proof of Concept. Wir haben 350 Hosts reingestellt und 3500 aktive Service-Checks, davon waren ein paar Warning, Critical, ist eh okay, dann hat man ein gutes Sample, das die Realität ein bisschen widerspiegelt. Vorgehensweise, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wie simulieren wir 65.000 Checks? Und zwar haben wir das so gemacht, indem wir das Check-Intervall schrittweise reduziert haben, sodass mehr Checks in einem 5-Minuten-Intervall ausgeführt wurden. Das heißt, wir haben gesagt, okay, die Average Plugin Execution Time ist vernachlässigbar, und wir reduzieren initial das Check-Intervall von 5 Minuten auf 1 Minute. Das heißt, es werden 5-mal so viele Checks ausgeführt und schrittweise gehen wir runter, bis wir 65.000 erreichen. Wir haben das BOC V2, also das dann produktive Environment vom alten Proof-of-Concept-Environment aus überwacht. Das ist ganz wichtig. Wir wollten
Performance-Daten haben. Wir wollten sehen, wie entwickelt sich CPU, Memory, Auslastung und so weiter, I.O. auf die Disken, Netzwerk-I.O. während dieser Phasen, die wir im PLC hatten, damit wir dann sagen können, okay, wo haben wir Probleme, wo gibt es Bottlenecks, wie schaut das aus. Ja. Performance-Tests, wir haben das 3 Tage gemacht. Wir haben angefangen am Montag früh mit 15.000 Checks mit 5 Minuten. In 5 Minuten, indem wir das Check-Intervall auf 1 Minute reduziert haben. Dann haben wir das weiter reduziert auf 30 Sekunden, 30.000 Checks und immer weiter, bis wir bei 75.000 Checks waren. Das haben wir für eine Dauer von 12 Stunden laufen lassen. Und für eine Dauer von 1 Stunde haben wir auch nur 1.000 Checks in einem 5-Minuten-Intervall wirklich abbilden können. Da hat es natürlich alle möglichen Probleme gegeben. Einerseits schon das App und DB getrennt, was uns Markus abgeraten hat. Das haben wir dann während des Proof of Concepts, haben wir diese virtuellen Application Server auf die physischen Systeme migriert und das mehr oder weniger eingestanzt. Das hat, wir hatten so viel Netzwerk-IO von App nach DB, das ging einfach nicht. Ja. Was haben wir noch? Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein bisschen optimieren müssen, Sync-Commits in die DB, Tuned ADM auf Throughput Performance gestellt. Das ist bei Red Hat, glaube ich, standardmäßig auf Power versus Throughput. Wir haben DNS Cache auf den Itzinger Workern installieren müssen. Wir haben die Firewall dicht gemacht mit DNS-Abfragen. Firewall Sessions sind übers Limit rausgegangen und daran haben wir leider nicht gedacht. Ja. Gearman Worker, da haben wir ein bisschen Parameter-Tuning machen müssen, aber das war nichts Großartiges. Während wir dann 75.000 Checks gefahren haben, haben wir gesagt, okay, das ist dann ja vielleicht der Normalzustand. Das heißt, wir müssen in diesem Zustand ein DB-Backup schaffen und schauen, dass das problemlos durchläuft. Das ist auch gelaufen, das war okay. Wir haben Itzinga Active Service Latency, das haben wir uns auch angeschaut. Das war das einzige Problem, dass wir während des POC nicht wirklich in den Griff bekommen haben. Die Latenz war initial unter 3 Sekunden und ist kontinuierlich angestiegen mit der Applikations-Uptime. Ja, 75.000 Checks für 12 Stunden. Wir haben dann noch einen Rechenzentrumsstandortverlust simuliert. Das heißt, wir haben, das sind virtuelle Maschinen, die haben wir geswitcht. Diesen Teil haben wir abgeschaltet und hier haben wir 3 Worker abgeschaltet. Und dann ist uns aufgefallen, dass 3 Worker mit 4 Cores die Last nicht tragen können. Das heißt, wir haben CPU-Ressourcen dazuschalten müssen von 4 auf 6 Cores pro VM. Und wir haben dann gesagt, naja, eigentlich ist es blöd, wir haben 3 Rechenzentrumsstandorte, warum machen wir das nur auf 2 Standorte mit virtuellen Maschinen? Wir haben das gesagt, wir machen das anders, wir kaufen 3 physische Maschinen, stellen die auf 3 Standorte und wenn ein Standort ausfällt, dann verlieren wir nicht 50% der Worker, sondern nur 1/3. Bis auf die Active Service Latency war der POC sehr erfolgreich. Wir haben bei der OSMC letztes Jahr dann mit dem Itzinger-Team geredet und uns da erkundigt, wie schaut es aus, Active Service Latency, ist euch das Problem bekannt, kennt ihr das? Leider nicht. Das haben wir uns selbst anschauen müssen. Wir haben auf 1.8 geupgradet, das hat keine Abhilfe gebracht. Wir haben dann gesehen, oder Klaus hat bemerkt, dass die Latency direkt proportional zum einem Memory Leak in IDO to the Bay ist. Und dann haben wir uns den Code angeschaut und gesehen, dass es da inkorrektes libdbi-Handling gab, haben einen Patch submitted und der wurde auch angenommen. Wir haben uns noch überlegt, okay, man könnte sowas Ähnliches implementieren in IDO2DB wie Max-Requests per Child in Apache. Das heißt, nach X-Requests wird der Thread beendet und neu gestartet, da kann es keine Memory-Leaks geben. Das hat Michael Friedrich abgewiesen, mit gutem Grund, aber wir haben gesehen, auch ohne diesen Patch, also auch ohne dieses Features, haben wir die Latenzprobleme damit gefixt. Das heißt, IDO2DB Memory-Verbrauch ist konstant geblieben. Unsere Manager haben uns sofort gefragt, haben uns sofort an die Wand nageln wollen und gefragt, warum sind wir die Einzigen, die dieses Problem haben? Das kann nicht sein. Wir machen irgendwas falsch, wenn wir die Einzigen sind, wo das auftritt. Wir haben dann gesagt, naja, nicht notwendigerweise, denn erstens, kleine Installationen sind nicht betroffen. Bernd hat ja gesagt, das ist sicher die Wahrheit oder das ist sicher so, die meisten in der Community haben vielleicht 300 Hosts und vielleicht 1.000, 2.000 Service- und Host-Checks. Und da tritt das Problem nicht auf. Wir haben kurz auf MySQL geswitcht. Da hatten wir auch eine Active Service Latency, die angestiegen ist, aber nicht so schnell. Und wir verwenden nun mal Postgres. Und jeder, der MySQL verwendet, ist da nicht so arg reingerannt. Seit mit mehreren Single-Instanzen wie Indiva, die teilen das nochmal durch die Anzahl der Instanzen. Das heißt, wenn ich 10 Instanzen habe, dann steigt das pro Instanz viel weniger schnell an.
weil das, das IDO2DB sich viel weniger mit Memory vollsäuft. Und die meisten Sites machen eh tägliche Application Restarts, damit löst sich das Problem eh von selbst oder wird zumindest resettet. Und naja, einige Installationen wissen gar nicht, was Active Service Latency ist, weil sie das wahrscheinlich nicht so im Detail angeschaut haben. Ja. Weitere Probleme, in die wir gelaufen sind. Wir haben Checks doppelt gescheduled. Das war ein Bug, das haben wir erledigt mit einem Upgrade. Session Cookies bei Logout nicht gelöscht. Wir haben auf LDAP out geswitcht, dann war das Problem weg. Wir haben viele Postgres-Probleme gehabt, weil wir MySQL nun mal nicht in der Größenordnung wirklich betreiben. Und das hat sich vor allem mit Zynga Web wiedergespiegelt, mit inkorrekten Statements, die MySQL zwar akzeptiert hat, aber Postgres nicht. Da haben wir einiges patchen müssen. Bugfixes in Plugins, naja, ist eh klar. Ja, Unterstützung für Linux ist sehr gut. Wir haben damit gekämpft, dass im Unix-Umfeld andere Plattformen doch eher, ja, da gibt es wenig dafür. Also Solaris und AX mit die Zynga ist schwierig, da muss man sehr viel selbst machen. Ich glaube, das trifft auch auf Datenbanksysteme zu, die nicht Oracle und Postgres sind. Ich glaube, Informix und Sybase haben die DBA-Kollegen auch einiges selbst schreiben müssen. Ne? Gut, was hatten wir noch für Probleme? Block-Size-Issues. Ich weiß nicht, ob das irgendwer schon mal gehabt hat, aber NRB hat eine Fixed-Block-Size. Ich glaube, die ist per Default bei einem Kilobyte. Das ist ein Compile-Setting. Ich sage jetzt einmal, inkompatibel mit Large Installations, zumindest bei uns. Das Hauptproblem waren Oracle Tablespaces. Also wir haben Oracle-Datenbanken, die haben hunderte von Tablespaces. Und mit den Check-Results geht sich das mit einem Kilobyte nicht aus. Das ist ja auch mit 16 Kilobyte nicht ausgegangen. Das hat uns dann große Sorgen gemacht, denn die Block-Size ist fix und wenn wir das auf 32K patchen, würden uns die Freunde vom Netzwerk wahrscheinlich, ja, das würden wir nicht überleben. Also das wird dem Netzwerk so viel Last verursachen, dass das wird sich nie ausgehen. Ja. Also ein 32-faches von der normalen Last, das wäre unmöglich gewesen. Ja. Selbst eine hohe, große Block-Size von 16K war für diesen einen Check nicht ausreichend, für diese Oracle Tablespaces und das organisatorisch irgendwie aufzutrennen, das wollten wir uns nicht antun. Wir haben einen Multiline-Patch gefunden, der es NRP erlaubt, dass man in mehreren Chunks Ergebnisse zurückliefern kann. Und wir haben das auf 32 1K-Chunks konfiguriert und damit war das Problem auch aus der Welt. Den Zynga Core-Block-Size haben wir dafür auch erhöhen müssen auf 32K. Skalierbarkeit und Performance. Nagels und die Zynga ist eine Single-Core-Applikation, das skaliert nicht gut, das wissen wir, glaube ich, alle. IDO2DB, Blocking I.O., keine Prepared Statements, Thread Handling, Connection Pools. Ich glaube, das ist ein bisschen besser geworden im 1.9er und 1.10er, da hat sich einiges getan. Workarounds sind Instanzierung versus Gearman, wir haben Gearman verwendet. Ja, Zynga Web mit Postgres und 45.000 Checks ist das recht problematisch. Also das Agave Framework macht teilweise Select Count Stern, from irgendwas, das verursacht bei Postgres sofort einen Full Table Scan. Das ist nicht gut. Das funktioniert nicht. Ja. Gott sei Dank war das bei uns auch nicht so im Projektscope. Ja. Also Gott sei Dank haben wir haben das Web-Interface Kunden müssen wir nicht zur Verfügung stellen, könnten wir auch nicht. Nicht nur aus Performance-Gründen, aber dazu komme ich später noch. Agent-Plugin-Konzept von Zynga. Wie gesagt, verschiedene Plattformen schwierig. Was hat das mit dem Agent zu tun? Wenn man das mit dem Zabbix vergleicht, Zabbix hat da ein recht cooles Konzept. Der Zabbix Agent kann zig KPIs out of the box auf unterschiedlichsten Plattformen inklusive AX, HPOX und was es da sonst noch alles gibt. Das ist wirklich sehr schön. Natürlich kann man mit NRPE oder auch mit CheckSSH kann man alles machen, was man selbst skripten kann, aber man muss es selbst skripten. Ja. Und bei so einem engen Zeitplan und so einem inhomogenen Environment ist das ein bisschen eine Challenge. Also wir haben auf jeden Fall Perl und Python-Versionen nachziehen müssen, vor allem auf AX. Und wir haben gesagt, okay, Red Hat ab Red Hat 5, AX ab AX 6 und Solaris ab Solaris 10. Es gibt ein paar Legacy-Systeme, die wir noch haben, die ältere Versionen haben, aber die pingen wir und fertig oder wir machen da nicht das volle Set an Monitoring, das geht nicht, ja, das ist nicht handhabbar. Gut, technische Architektur, wie schaut das aus? Ganz kurz, Zynga Core 1.8x, Modgearman, EventDB, bisschen was zu EventDB, warum haben wir eine EventDB und was ist das? EventDB ist eigentlich nichts anderes als ein Datenbankschema, in das man Events reinschreiben kann und es gibt, glaube ich, ein paar Out-of-the-Box-Mechanismen, wie man dort was reinkriegt. Eines ist ein SNMPTT mit einem Patch, kann man SNMP-Traps reinschießen
Und das andere ist, glaube ich, es gibt irgendwas für Syslog, wenn ich mich recht entsinne. Aber das haben wir nicht verwendet. Wir haben eine eigene HTTP-API für die EventDB geschrieben und einen Client, der heißt SendEventDB. Mit dem schicken wir von Windows und Unix-Systemen vor allem die Ergebnisse von Check-Log-Files, aber auch SNMP Webs gehen über eine andere Schiene, schicken wir das in die Datenbank und von dort weiter ans Temos. Das hat eigentlich, ist von Izinga komplett entkoppelt. Das hat mit Izinga direkt eigentlich nichts zu tun. Man kann in Izinga auch, es gibt ein Check-EventDB, da kann man in Izinga Inhalte der EventDB abfragen und sagen, okay, gibt es da irgendwas, was critical ist, aber das haben wir nicht gemacht, weil das User Interface ist dafür eh nicht, das haben wir da eh nicht im Scope. Wir schicken einfach die Events direkt ans zentrale Monitoring. Ja? Ja, aber wir haben da, wie soll ich sagen, wir haben da einfach eine Schnittstelle gesagt. Wir haben gesagt, okay, wir machen das gesamte Monitoring für unsere Systemkomponenten selbst und schicken nur nach oben. Ja. Wir müssen das wäre in der Verantwortung, es gibt eine verteilte Verantwortung. Früher gab es eine Abteilung, die das zentral gemacht hat, das gesamte Monitoring für das Unternehmen. Jetzt ist es so, dass die nur mehr das Umbrella-Monitoring verwalten und wir haben eine Schnittstelle dorthin. Und wenn man dann sagt, okay, die machen auch kleinseitig einen Teil, dann wird es auch organisatorisch schwierig und kompliziert. Das wollten wir nicht. Ja. Die Kollegen wollten das auch nicht. Ja. Das Thema, was das Themos noch macht, außer Midrange, ist Z-Linux. Aber das ist, glaube ich, das wird vielleicht sterben, hoffe ich zumindest. Und es gibt Mainframe. Mainframe wird direkt von Tivoli noch überwacht. Ja. Aber sonst haben wir da, im Midrange-Umfeld haben wir da gute Abkapselung einfach. Ja. Ist klar, wer ist wofür zuständig, sonst ist das zu schwierig. Warum braucht man überhaupt ein EventDB? Ihr wisst das vielleicht, es ist in Izinga, das Handling von passiven Events ist schwierig. Ich muss da ein bisschen ausholen. Wir verwenden als Schnittstelle zum Central Monitoring, missbrauchen wir das Notification-System. Das heißt, wenn ein Hard State Change durchgeführt wird, dann führen wir ein Skript aus und das schickt vereinfacht gesagt ein Event an CMOS. Jetzt ist es bei passiven Checks das Problem, wenn ich zum Beispiel ein Logfile habe und in dem ist irgendeine kritische Meldung drin, dann geht das an Izinga, verursacht einen Hard-State-Change, das ruft das Notification-Command auf und das Event geht hoch. Wenn aber in demselben Logfile nochmal was Kritisches, vielleicht was viel Kritischeres drinsteht, Oracle, Fehler, Ora 2379, irgendwas, dann geht das zwar an Izinga und der Message-Text wird geupdatet, aber es wird keine Notification ausgelöst. Und das war für uns inakzeptabel. Wir haben gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir haben so viele Logfiles, in denen alles Mögliche drinsteht. Diese Events müssen einfach alle raufgehen ans Central Monitoring und dafür brauchen wir eine Event-Datenbank. Was haben wir noch? BPViews, darauf werde ich kurz eingehen. Das ist etwas, was wir selbst beauftragt haben. BNP von Agios, Jasper Reporting ist, glaube ich, hier alles bekannt. So schaut das jetzt funktional aus. Das heißt, wir haben hier ein... Ja, wir haben hier eine Izinga mit BNP von Agios, Gearman und IDO2DB. Das sind die Izinga Worker. Aktive Checks werden eigentlich abgeholt beim Gearman und dann gehen die auf unsere Systemkomponenten los. Die Ergebnisse werden zurückgeliefert und gehen dann über ein, wie gesagt, Notification Command. Das wird hier ausgeführt, ein Boiler Notify Client. Da gibt es einen Filter, der gewisse Events einfach rausfiltert. Und das macht nichts anderes. Es legt ein File in einem Spool-Verzeichnis ab. Und wir haben einen eigenen Daemon, der mit 100 Threads läuft, der überwacht das Filesystem mit iNotify. Wenn da was reinkommt, wird es PostEMSG als Binary, das ist eine IBM-Binary, aufgerufen und das ist die Schnittstelle zum Omnibus. Eigentlich haben wir, das ist ein bisschen vereinfacht, eigentlich haben wir hier drei verschiedene Spool-Directories, einen für Host, eins für Service-Checks und eins für die EventDB. Wie läuft das passiv? Wir haben noch passive Izinga-Events. Die Windows-Kollegen haben in den letzten Wochen aufs Scrum umgestellt. Das ist für uns relativ transparent. Wir haben Izinga als Plattform hochgezogen. Das heißt, jede Abteilung kann ihre Konfiguration selbst verwalten. Davon hat uns Markus abgeraten. Wir haben es trotzdem gemacht. Es ist der einzige Ratschlag, den wir nicht befolgt haben. Das heißt, jede Abteilung verwaltet ihre Config selbst. Und die Windows-Kollegen haben entschieden, sie wollen keinen NS-Client, weil sie haben Scrum und das kann alles, was sie brauchen. Das heißt, sie haben das umgestellt. Das bedeutet, wir haben eigentlich nicht mehr 42.000 aktive Checks, sondern ich glaube inzwischen 30.000 aktive Service-Checks und etwa 12.000 passive Windows-Checks. Wir haben hier eine Produktionsdatenbank mit Postgres. Wir halten Host- und Service-Checks-Tables, da halten wir die Daten an, 20, 30 Tage, einen Monat, glaube ich.
35 Tage. Wir synken dann, das geht sich platzmäßig sonst nicht aus, wir synken Daten in eine Archivdatenbank, das ist ein physisches System mit sehr, sehr vielen Disken und wir halten das aus Revisionsgründen sehr lange auf, damit wir auch noch sagen können, nach ein paar Monaten, was ist zu diesem Zeitpunkt auf dem System passiert, was haben diese Checks von den Status gehabt. Der Job, der das synchronisiert, läuft alle paar Stunden, glaube ich, und auf diese Archivdatenbank geht auch das CMOS los und auch Jasper Reports. Warum? Wir entkoppeln damit das Monitoring vom Reporting. Also wir wollten, deshalb haben wir es eigentlich eingeführt. Wir wollten nicht, dass das CMOS direkt auf unsere Produktionsdatenbank zugreift oder dass irgendwer lustig ist und mit Jasper irgendwelche lustigen Reports fährt und damit unsere Produktivdatenbank vielleicht beeinträchtigt und das Monitoring steht. Das heißt, hier haben wir eine Entkoppelung erreicht. Was haben wir noch? Ja, EventDB macht mehr oder weniger dasselbe wie das Notification Command. Das heißt, es wird ein Boiler Notify Client aufgerufen und das geht hier rauf. Wichtig ist, bei unserer Zinger-Konfiguration haben wir viele Makros eingeführt. Wir sammeln Daten von der CMDB und wir müssen gewisse Informationen mitliefern, damit CMOS damit irgendwas anfangen kann. Vor allem ist es wichtig, dass wir eine CI-ID mitliefern und diverse andere Informationen, damit oben in den Servicebäumen das richtig ankommt und richtig, damit das Lampel am richtigen Ort leuchtet, sagen wir so, vereinfacht gesagt. Ja. Gut, Configuration Management und Deployment. Natürlich wollen wir 42.000 Checks nicht mit VI verwalten. Wer im Vortrag von Raiko gestern war, das ist mehr oder weniger dasselbe. Also wir haben uns da ganz stark wiedergefunden. Wir sind in einer Bank, nicht die Stadt München. Wir haben ein Subversion statt einem JIT. Wir verwenden nicht ODS, sondern Excel und CSV. Und sonst ist es wirklich sehr ähnlich. Ja. Der Hauptunterschied ist, dass wir eine CMDB-Integration war bei uns auch nicht möglich, weil es parallel ein großes CMDB-Migrationsprojekt gab. Auch das ist eine Ähnlichkeit zur Stadt München. Existierende Tools wollten wir oder konnten wir nicht verwenden aus unterschiedlichen Gründen. De facto haben wir das so gebaut, es gibt ein Subversion-Repository. Dort kann jede Abteilung Daten einchecken in einem Format, wie auch immer sie das macht. Und wir haben einen Configuration Merger, der diese Daten nimmt, eine Zinger-Konfiguration daraus baut, der macht dann auch einen Pre-Flight-Check und restartet die Zinger einmal am Tag. Das ist ein spezifisches Format, das haben wir vorgegeben. Als Datenquellen kommen verarbeitete CMDB-Exports in Frage oder auch manuell gepflegte Listen. Es gibt ein paar Abteilungen, die nicht alle Informationen, die man für das Monitoring benötigt, sind in der CMDB so vorhanden, wie man sie braucht. Das ist einfach ein Fakt, damit mussten wir leben. Das heißt, für Unix und für Windows ist es einfacher, für Datenbanken gab es auch was, Applikationen war eher schwierig. Also da wird daran gearbeitet, das alles zu automatisieren, aber einiges wird manuell gepflegt. Unix-Systeme werden je nach Plattform vordefinierten Hostgroups zugewiesen. Das heißt, ich habe eine Hostgruppe für Checks, die auf allen Systemen gleich laufen. Dann habe ich eine Hostgruppe für Linux, eine für X und eine für Solaris. Und da hängen die Standardchecks dran und die werden dann einfach ausgeführt. Wie wird NRP ausgerollt und wie verwalten wir Plugins? NRP rollen wir mit CFEngine jetzt inzwischen Puppet aus. Plugins und NRP Command Files werden ähnlich ausgerollt wie, werden auch im Subversion gehalten und von CFEngine bzw. Puppet ausgerollt auf den Systemen. Das heißt, es loggt sich niemand auf einem System ein und kopiert ein Plugin dorthin. Das wird im Subversion eingecheckt, entweder im Verzeichnis Solaris All, dann wird es auf allen Solaris-Systemen ausgerollt, oder im Verzeichnis Unix All, dann wird es auf allen Systemen ausgerollt, oder wir können einen Hostname anlegen im Subversion und dann wird es auf diesem Host ausgerollt. Das ist recht flexibel, man kann damit Override-Mechanismen machen. Dasselbe für die NRP-CFG-Files, die werden ebenso auf allen oder pro Maschine oder pro Gruppen von Maschinen ausgerollt. Ja. Warum war L-Conf ungeeignet? Ist lange her. Ich weiß es nicht mehr. Aber das Problem ist, ein Tool ist nicht automatisch eine Lösung für ein Problem. Ein Tool unterstützt nur. Wir haben gesagt, L-Conf ist LDAP-basierend und wir haben, also in unserem LDAP, in unserem Unternehmens-LDAP, das gibt nichts her, was wir für Monitoring verwenden können. Nichts. Ja. Das bringt uns nichts weiter. Wir müssten, so wie wir hier die Daten abziehen, teilweise manuell, teilweise automatisch aus der CMDB, ob wir die jetzt in ein LDAP reinspielen oder in ein Subversion und daraus den Merger machen, das ist, das Problem ist die Datenquelle, nicht
ob das LDAP ist oder ob das Subversion ist oder Git. Und wir haben es halt mit Subversion gemacht. Ja, der Configuration Merger generiert einmal täglich die Zinger-Konfiguration. Falls sie gültig ist, wird sie reloaded. Und ja, ganz wichtig, die fachliche Verantwortung für das Environment machen. Danke, Markus. Ich beeil mich. Die fachliche Verantwortung liegt bei der Unix und der Application und Database Management Abteilung. Aber die Konfiguration, dafür ist jede Fachabteilung selbst verantwortlich. Das funktioniert relativ gut. Wie schaut das mit dem Configuration Management aus? Wir haben ein Subversion Repo, wir haben hier eine CMDB, wir exportieren die Unix-Hosts, fügen noch Special-Hosts hinzu, einen Host-Filter, Command- und Service-Definitions und schießen das rein. Für Datenbankmanagement ist es ähnlich, da gibt es eine eigene Datenbankmanagement-DB, aus der wird die Config generiert. Web und Application und Windows, der Stern heißt, das ist in Umsetzung. Das wird jetzt, da gibt es manuelle Exports, das wird manuell gepflegt, aber das wird jetzt gerade automatisiert. Wir haben Zinger Globals, also globale Command Definitions und zum Beispiel das Notification Command, das wird in einem globalen File gepflegt, auch Zinger Templates sind hier. Storage und Virtualisierung, das wird manuell gemacht, weil da tut sich nicht so viel. Eine neue Storage Box oder ein neuer ESX-Host kommt nicht jeden Tag dazu. Deshalb wird das nochmal neu gemacht. Ja, und hier haben wir die Legacy Tivoli Checks, die wir auch noch pflegen, aber kontinuierlich abbauen. Da haben wir Prozess, Port und Return Code Monitoring drin. Der Merger nimmt die Daten, mergt sie, schreibt ein Zinger Config und Flight Check Restart. Live Sample. Wie schaut das aus? Das ist unsere Zinger Web. Man sieht hier die 42.000 Service Checks. Ja, sonst ist dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Außer dass aus unserer Sicht bei so vielen Checks Zinger Web eigentlich einfach nicht geeignet ist. Also das Hauptproblem, das wir haben, ist, nehmen wir an, es fällt wirklich was Großes aus, sagen wir mal eine Plattform oder eine Storage Box. Das würde bei uns nie passieren, vollkommen klar, aber rein hypothetisch, ja, wenn das passieren würde, dann leuchtet da so viel rot und es ist so viel betroffen, selbst wenn man hier Cronks definiert, pro Gruppen oder Kunden oder Applikationen. Auf einen Blick sieht man nicht, da ist man überwältigt von so viel Information. Auf einen Blick sieht man nicht, was ist jetzt los, was mache ich zuerst. Selbst wenn man zum Fixen der Probleme dann einzelne Personen abstellt, geht man da unter. Ja. Das ist dafür einfach nicht geeignet, wahrscheinlich auch nicht gedacht. Und da haben wir was beauftragt, das heißt BP Views bei der Firma Ovido. Peter Stöckl kann heute leider nicht hier sein und das vorzeigen. Ich habe ein paar Screenshots gebracht. Ja, Zinger Web. Aus unserer Sicht für Large Installations nicht geeignet, nicht nur wegen der Performance mit Postgres, sondern auch, ja, wenn was wirklich Schlimmes passiert. Wir haben die Notwendigkeit, Checks nach Produkten zu gruppieren und auch zu korrelieren. Das Business Process Add-on bietet sich dazu an. Die Funktionalität ist okay, aber da haben wir ein Problem mit dem User Interface. Da muss man klicken, das ist ein JavaScript, das geht auf, da muss man warten. Das ist nicht auf einen Blick, die Information ist nicht da. Wir haben letztes Jahr auf der OSMC ein Plugin von Netways gesehen, das heißt Top-Level-Views. Das hat uns sehr gut gefallen, ein übersichtliches User-Interface, aber Korrelieren von Checks ist dort nicht möglich. Und was wir uns gewünscht haben, ist ein BP-Add-on, welches diese beiden Funktionalitäten vereint. Auf einer Seite das User-Interface vom Top-Level-Views oder Zinger Business Objects, wie ihr dazu sagt, und auf der anderen Seite das BP-Add-on. BP-Views ist ein universales Business Process View User-Interface. Ähnlich den Top-Level-Views, zusätzlich Funktionalität des Business Process Add-ons, also man kann Events korrelieren. Es gibt da multiple Levels, ich zeige das mal her, so schaut das aus. Das heißt, wir haben hier ein Dashboard, kann man sich zusammenklicken, das heißt, jeder kann sagen, was will ich sehen, welche Produkte, in welchen Environments sind für mich relevant. Das ist für Abteilungen interessant oder auch innerhalb einer Abteilung, wenn jemand sagt, ich bin nur dafür verantwortlich, mich interessiert nur die Handelsapplikationen, mich interessiert nur das Portal, mich interessiert nur das Netbanking, dann kann ich mir das so zusammenklicken, dass ich sage, ich will nur dieses in dem Dashboard sehen. Das wird nach Environment gruppiert und dann gibt es hier Produkte, die ich auskramen musste. Das sind einfach Produkte, sind aus Sicht der Unix-Abteilung ist das einfach eine Gruppierung von Hosts und den Checks, die darauf laufen. Und zwar nur die Unix-Checks, nicht die Application-Checks. Das heißt, wir als Service aus Sicht der Unix-Abteilung ist, für Netbanking sind die Hosts, die wir für Netbanking zur Verfügung stellen. Und die müssen laufen.
Und wenn die Applikationsabteilung sich so ein Dashboard zusammenklickt, das ist jetzt ein Prototyp, der läuft nur unter Unix, aber wir wollen das ausbauen, dann wird die Application-Abteilung sagen, ja, für mich sind die Unix-Server relevant, aber zu Netbanking gehören auch Applikationschecks, Datenbankchecks und so weiter. Also man kann das Service, das man provided, das Ziel ist, das Service, das man provided als OE oder als Abteilung, so darstellen, dass man auf einen Blick sieht, ist das impacted oder nicht. Wenn man auf eines dieser Produkte draufklickt, dann geht eine Detailed View auf und man kann dann sehen, woran liegt es. Hier jetzt zum Beispiel, das ist ein Produkt, das besteht aus mehreren Hosts, das sind die Checks, die auf diesen Host ausgeführt werden. Und ja, hier sieht man Solaris, SVCS, Fehler, also das ist klassisch SVCS-X, ein Service läuft nicht, Puppet Daemon. Das wird noch, wir haben da noch ein paar Feature Requests, also was das können soll in den nächsten Wochen, Monaten, ist, man will vielleicht sagen, okay, alles was grün ist, interessiert mich nicht. Das hat Bernd gestern auch gesagt, dass was okay ist, ist okay, ich will nur sehen, was läuft nicht. Wir wollen auch, dass wenn man hier reinklickt, dass man dann nicht scrollen muss. Wenn ich hier viele Hosts habe, dann muss ich erstmal scrollen, bis ich sehe, wo ist das Problem. Und ja, solche Sachen wollen wir dann damit noch machen. Gut, das war's. Ergebnis der Migration, wie gesagt, die Key Points, Tivoli-Ablöse, Itzinga, EventDB als Monitoring-System etabliert. Wir haben Checks pro Systemkomponente definiert und implementiert, Schnittstelle zum zentralen Monitoring-System implementiert, aktiv 2850 Hosts, 42.000 Monitored Services, 12.000 davon passiv, Tivoli Logfile Adapter 1:1 migriert, Umgebung von 65.000 Checks designed, teilweise automatische Erstellung der Konfiguration und weiters haben wir noch Scrum-Schnittstelle passiv, EventDB implementiert, zusätzliche Checks reingenommen und diese PPViews, da sind wir gerade dran, dass wir das etablieren als alternatives User Interface zum CMOS. Das war's. Vielen Dank, Johannes. Kann der Johannes noch Fragen beantworten? Also Mittagessen dauert noch ein paar Minuten. Ja, ich bin Rainer Krause aus Köln und ich hatte die Frage, wie viele Mitarbeiter sind jetzt produktiv, die produktiv jetzt zurzeit das System betreuen? Weil 42.000 Checks. Das Itzinga Environment ist nicht sehr, also da muss man nicht so viel machen. Natürlich, wir sagen so, das Itzinga Environment Betreuung ist eine Sache, jede Fachabteilung, dass sie ihre Checks konfigurieren und so weiter, dass jede Fachabteilung bietet einen Service an oder mehrere. Wir bieten das Service, also ich bin klassisch aus dem Unix System Management, wir bieten Unix Services und so weiter an. In dem Unix Service muss die Überwachung drin sein. Das heißt, dass die Unix Abteilung sich darum kümmert, dass ihre Services überwacht werden und in das zentrale Monitoring reingeht. Das müssen wir in unserem Service abdecken. Ja, das hat mit dem zentralen Environment nicht wirklich was zu tun. Der Betrieb vom zentralen Environment, ich habe mir die Zeitbuchungen nicht angeschaut, ich schätze, 1,5 Personen. Wenn man zusätzliche Projektaktivitäten, wo wir Verbesserungen machen, weglässt, ist das wirklich realistisch. Ja. Das läuft sehr stabil. Wir haben einiges automatisiert, gerade diese Configuration Management Geschichten. Dass es jetzt Abteilungen gibt, die das manuell machen, weil sie die Daten nutzen, die wir nicht haben oder wie auch immer, das hat mit dem zentralen Environment aus unserer Sicht nichts zu tun. Wir bieten die Itzinga als Plattform für den Bereich an und jeder kann sich da dranhängen und irgendwas machen. Wir das Environment betreiben, wir würden das gar nicht mitkriegen. Ja, die Windows-Leute haben auf Scrum angefangen umzustellen. Das ist an uns fast, ich meine, sie haben es uns gesagt, ja, aber wenn sie es uns nicht gesagt hätten und wir hätten nicht in die Logfiles geschaut, hätten wir das gar nicht gemerkt. Ja. Weitere Fragen? Gute Frage, kann ich nicht sagen, weil aus Environment-Sicht schicken uns die Windows-Kollegen mit Zenkirmen-Events fertig. Wie das aus dem Scrum heraus, also das macht die Windows-Abteilung selbst. Ja. Wir betreiben das Itzinga-Environment und das ist die Schnittstelle. Sie schicken uns mit Zenkirmen-Events an den zentralen Girmen-Server aus dem Scrum heraus. Wie das Scrum-seitig gemacht wird, das hat die Windows-Abteilung in sich beschlossen. Wir wollen keinen NS-Client mehr. Ich hätte es anders gemacht. Also ich habe Ihnen eine Alternative vorgeschlagen. Sie haben gesagt, nein, wir
wir haben schon, ich verstehe das auch, ja, wir haben einen Scrum, den brauchen wir sowieso, warum soll man einen zusätzlichen Agent, den müssen wir betreuen, wir müssen das konfigurieren, wir müssen das warten, das wollen wir nicht. Sie haben gesagt, wir steigen auf Scrum um und das haben sie gemacht. Und in sich, ja, also mit dem Itzinger Environment hat das nichts zu tun. Ob das jetzt vom Scrum kommt, das Thanksgiving-Event oder von irgendeinem Skript, ist aus Environment-Sicht ja vollkommen wurscht. Deshalb weiß ich auch nicht, wie sie es gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Nein, natürlich, du musst, sonst kann man im Temos nicht mehr feststellen, zu welchem Host gehört der Check. Natürlich, passive Events in Itzinga muss man ja auch Checks definieren, mit denen die dann quasi korreliert oder verknüpft werden. Das machen die Kollegen. Sie haben auch geplant, das ist auch gut, dass sie den Windows-Teil der Itzinga-Konfiguration, der wird aus der SCOM-Datenbank generiert werden. Das ist jetzt im Laufen. Das wird also jetzt haben sie mal umgestellt, ja, in Wellen sind, keine Ahnung, 100 Systeme pro Woche oder ein paar hundert Systeme pro Woche sind einfach umgestellt worden. Das läuft wirklich sehr gut. Wir haben den Host-Check von Check NS Client auf Check Bing umgestellt. Den gibt es noch im Itzinga. Und ja, das läuft schon pro Host. Wir müssen nämlich jeden Check mit einer CI-ID korrelieren und das geht natürlich nur, wenn man das auch am Host aufhängt. Ja. Das ist eine sehr gute Frage, weil wir wollen für den Bereich, für die Business Unit Enterprise Platforms in der Lage sein, Bereichsreports zu erstellen, also eine Gesamtsicht für unseren Bereich zu haben. Wenn jetzt, das haben wir natürlich auch diskutiert, diese Frage, das haben wir endlos diskutiert. Warum kann das nicht direkt an den Omnibus anhängen? Ja, kann man machen. Ich glaube, da gab es sogar ein kleines POC dazu, das hat auch funktioniert. Das Problem ist, dann hat man, wenn ich ein Produkt habe, wenn ich einen Service zur Verfügung stelle für einen Kunden und das besteht aus Unix, Windows und anderen Servern, dann kann ich aus Bereichssicht keine Reports mehr mit Jasper generieren. Dann bin ich Windows-seitig blind. Wir haben den Windows-Kollegen auch gesagt, ja, kann man machen, aber das ist dann der Nachteil, mit dem man leben muss. Es gibt auch jetzt einen weiteren Nachteil mit SCOM, und zwar Performance-Daten. Ja. Mit NS-Client sind Performance-Daten mitgeliefert worden, mit SCOM werden die nicht mitgeliefert und da wird es jetzt eine Schnittstelle zum Omnibus geben, wo sie die Performance-Daten noch nachliefern, irgendwie, denn das, ja, es muss, Performance-Daten sind notwendig, ja, und die haben wir jetzt nicht. Also wir können ja Auswertungen für Windows machen, aber auch ohne Performance-Daten, das ist da, ja, auf Check-Ebene, wann sind Schwellwerte über- oder unterschritten worden. Cool, danke.